Das geneigte Deauville-Publikum weiss immer, wenn ich an meinem Leuchtpult sitze, wird es ein bisschen tiefer eintaucht. Wühlen wir bis zu den Ellbogen im Dreck, Filz und Staub von Wirtschaft, Politik und Kultur. Aber keine Angst, heute geht es nicht wieder um einen Bundesrat, auch nicht um irgendwelche von Steuergeldern finanzierten sinnlosen Anschaffungen und auch nicht um anscheinend gefährliche außerirdische 5G-Strahlen. Heute rede ich wirklich mal von Staub und Dreck in seiner reinsten Form. Es geht ums Schrubben, ums Wedeln, ums Ausfringen, Abreiben, ums den Kopf tief in die WC-Schüssel stecken, sich unter dem Bett noch Staub fusseln und dreckige Unterhosen strecken und Rückstände wegkratzen. Im besten Fall vom Brünneli und nicht von der Unterhose. Richtig, es geht ums Putzen. Nach dem Winter zeigt die Frühlingssonne erbarmungslos den Staub oder Dreck, der sich die ganzen Wintermonate angesammelt hat. Frühlingsputz ist angesagt. Ja, Frühlingsputz. Testen, 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 kommen, das ist vorbei. Jetzt heisst es putzen, putzen, putzen. Man hat einfach wieder mal das Bedürfnis, richtig aufzuräumen. Den Papi endlich mal aus dem Homeoffice-Sessel rauszuschneiden. Das Desinfektionsmittel müsste auch wieder mal desinfiziert werden. Endlich den grausig stinkenden Pullover hinter der Tür waschen und merken, hey, das ist gar kein Pulli, sondern der tote Hund, den man schon vor Monaten hätte bestatten sollen. Wer könnte es nicht? Frühlingsputz ist jetzt angesagt. Aber selber macht man das in unserem Land eher nicht, sondern engagiert eine Reinigungskraft, eine Raumpflegerin. Gemäss Umfragen zahlt jeder siebte Schweizer Haushalt fürs Putzen. Zu Recht, weil gewisse Sachen soll man unbedingt Spezialisten und Expertinnen überlassen, sonst kommt es eben nicht so gut. Das wissen wir ja, seit der Markus Somm Satire macht oder der Federer singt. I need somebody to love. Ja, danke. Messi, Messi, weg, weg. Im Gegensatz zum Witzschreiben oder zum Singen ist Putzen aber wirklich gefährlich. Oder Marike, Putzen ist gefährlich. Ja, das ist richtig. 38'000 Leute verunfallen jährlich in der Schweiz beim Haushalten. Ja, 38'000 Leute. Falls sie also einen risikoreichen Job voller Abenteuer und Spannung suchen, werden sie Reinigungskraft. Ah, herrlich. Endlich Hauptdarstellerin, Hauptdarsteller sie in «Vision Impossible» oder «Star Trek, Scotty, clean me up». Und natürlich heisse Szene auf dem spiegelblanken Tanzparkett «Clean Dancing». Leider ist die Arbeit von der Reinigungsfachfrau so weit von Glitter und Glamour entfernt wie der Schweizer Corona-Weg von meinem Ziel. Putzen ist ein regelrechter Knochenjob, körperlich höchst anstrengend und ständig unter Zeitdruck. Nehmt euch nicht zu viel vor und verteilt die Arbeiten auf mehrere Tage. Denkt daran, bei allzu viel Hektik ist die Unfallgefahr am grössten. Ha, schöner Tipp. Das ist sehr schön gedacht von der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung, aber für viele Reinigungskräfte leider eine Illusion. Wer zum Beispiel bei einem Putzinstitut fest angestellt ist, muss knallharte Akkordarbeit leisten. In einem Luxushotel 35 Zimmer auf Vordermann bringen, mit einem vorgegebenen Maximalzeitaufwand von 15 Minuten pro Raum, das ist Alltag. Zum Vergleich, in 15 Minuten schaffe ich es gerade knapp einmal, in die Zehennägel zu reinigen. Danke Bildregie für das Bild. Weil dazu der Stundenlohn auf einem absoluten Minimum angesetzt ist, flüchten sich viele Reinigungskräfte in die Selbstständigkeit und somit von der Ausbeutung in die Selbstausbeutung. Marike, wie ist es eigentlich hier bei uns beim SRF? Wer putzt hier bei uns auch eine Firma? Oder? Das keine Ahnung. Oder putzen hier alle selber ihr Zeug? Ich meine, wir haben ja immerhin ja, den Meister Protzer, haben wir, Eva Wannenschrupper, dann haben wir Katja Abstauber natürlich. Und ich muss schon sagen, seit es natürlich Hopptebesen nicht mehr gibt, ist es schon ein bisschen schmuddelig geworden im Deutschen Bach. Müssen wir zugeben. Ja. Aber wo sind wir stehen geblieben jetzt gerade? Ausbeutung. Ausbeutung, richtig. 55 Wochenstunden auf den Knien oder auf einer wackeligen Leiter beim Fensterputzen sind in diesem Job keine Seltenheit. Dazu kommen noch die unbezahlten Arbeitswege bis zu 6 verschiedenen Haushalten pro Tag. Maximale Flexibilität ist Pflicht. Planbar ist natürlich nichts, weil immer wieder Jobs spontan abgesagt werden. Fatal für die Betroffenen. Ein Job ist für die Miete, der andere Job ist für das Einkaufen. Wieder der nächste ist, wenn man dann vielleicht etwas extra machen will, dann muss man halt nochmal einen Job annehmen. Und wenn ein Teil wegfällt, dann spürt man das sofort an die Monate. Dann kann man irgendeine Rechnung nicht zahlen. Marike, weißt du, wie viele Reinigungsleute in der Schweiz schwarz arbeiten? Ja, Schätzungen gehen von bis zu 70% aus. 70% arbeiten also schwarz? Vielfach nicht freiwillig, sondern weil es der Auftraggeber entweder zu teuer ist oder das Putzpersonal sans Papier sind. Putz
putzen die Fenster Aussenseite mit einer Verlängerung, damit ihr nicht rausfallen. Platziert die Putzgeräte so, dass ihr nicht drüber stogelt. Ja, und wenn man dann als Schwarzarbeiterin dann trotz der Verlängerung ins Stogeln kommt und aus dem Fenster rausfällt, sieht es neben düster aus, so ganz ohne Versicherung. Dazu kommt, 95% von allen Reinigungsfachleuten sind Migrantinnen oder Migranten, wovon ein grosser Anteil sich ein Leben in der Schweiz im Rentenalter nicht leisten kann und darum muss zurückkehren ins Heimatland. Was zum zweiten Mal der Verlust von sozialem Umfeld und Familie bedeutet. Arbeitsrechtstechnisch ist vieles bei uns in einem sehr grausigen Graubereich. Was kann man also persönlich machen, um den strengen und unterbezahlten Beruf wenigstens ein bisschen aufzuwerten? Da sind drei Tipps. Beim Gebrauch von Putzmitteln und Chemikalien lesen die Gebrauchsanleitung sorgfältig. Stopp, bitte. Jetzt kommen die drei Tipps mal von mir. Zahlt eure Reinigungskräfte pünktlich und fair. Und nein, Balkonapplaus zählt hier nicht dazu. Sagt Danke, sagt Bitte und Grüezi. Oder schön sind sie wieder da. Ohne sie zerfällt mein Zuhause zu Staub und Asche. Vermeidet sie bitte die Bezeichnung Putzfrau. Das ist abwertend. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe es auch die ganze Sendung durchgeschafft. Probiert stattdessen mit Reinigungsfachkraft, Raumpflegerin oder Raumpfleger, Reinigungsfachfrau oder Mann, meinetwegen Raumkosmetik, Fachperson oder noch kreativer, Special Forces gegen Milbenangriff oder weil es um unsere gefährliche Frühlingsputz geht, persönliches Stunt-Double. Weil Aufwertung fährt eben auch bei der Sprache an.